Recht herzlich willkommen zur 99. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, ich würde mich nochmal gerade bedanken bei euch. Der Cookie zum Beispiel, der hat mir gesagt, wenn ich einen kleinen Kerbal unterwegs bin, wenn ich das RCS ausmache und die Shift-Taste drücke, dann kann man mit dem schneller laufen. Dafür danke, Mordrak. Settings, Kamera-Reset habe ich gemacht. Auch dafür danke. Und ja, der Dralo, der unser Houston-Kommunikator ist, der kriegt ein ganz großes Dank, der schreibt ja immer ganz viel, was ich falsch mache. Und ja, gut, dann wollen wir da auch mal einlenken. Der sagt, ich müsste hier einmal das updaten, um Bodenproben nehmen zu können. Das haben wir jetzt getan. Was hatten wir noch? Wir müssen ins Dingens hier rein, ins VAB, Vehicle Assembly Building oder wie das auch immer heißt. Wir müssen den auswählen. Und dann müssen wir da ein Care dran machen. Wo finde ich das? Da ist es. Das müssen wir einmal nur anklicken und dann da drauf. So, und dann muss ich da in die Settings. Nee, Quatsch, da in die Settings. Wo sind sie? Kompakt, ach, ist schon ausgewählt. Und dann. Wo ist es denn jetzt? Carrier Partless. Das muss ich anklicken, oder? Habe ich es jetzt an oder aus? Das ist die Frage, ne? Oh. Left, right. Also ich würde jetzt fast sagen, jetzt ist es. Glaube, in Schwarz ist es gedrückt, oder? Kann ich das irgendwo anders sehen? Atmospheric. Ja, das ist wieder so ein Ding, ne? Kompakt ist gedrückt, jetzt ist es kompakt. Genau, da kann ich es dran erkennen. Jetzt ist es, Setting ist gedrückt. Partless muss gedrückt sein, dann ist es partless. So, jetzt haben wir es. Wunderbar. Gut, dann ist das erledigt. Alles klar. Das haben wir gemacht. Was ist denn dann noch nächstes? Was hatte der Dralo dann noch geschrieben? Ich muss, also das kann ich jetzt hier erstmal wieder wegmachen. Leave. Brauchen wir nicht speichern. Dann war das eben partless, oder? Ja, okay. Dann müssen wir hier hin und dann in unsere Moon Rescue V4. Das fliegen wir. So, soweit ist das eigentlich ganz gut. Warte mal, der Tralo hat da so einen kleinen Ablaufplan gemacht. Den gucken wir mal. Gebäude-Upgrade haben wir gemacht. Contract checken. Ach, Contract checken haben wir nicht gemacht. Dann gehen wir nochmal schnell ins Space Center. Dann gucken wir da rein. Explore the Moon. Was muss ich denn da machen? Working on the surface on the Moon is the next. Ja, das müssen wir jetzt nicht machen. Science Data from Surface of Minmus. Nee. Testen wir auch nicht. Conduct Observation Device aufkommen. Okay, auch nicht. Satellit, the Moon Rescue. Nee, das auch nicht. Rescue Manfred Current from the Sun. Nee, ist nichts dabei. Das Einzige mit Moon ist das hier, aber da müssten wir landen. Das ist jetzt nichts. Gut, dann da wieder raus. Und da wieder rein. Und dahin. Fly. Und da müssen wir dann gucken. Wir hatten letztes Mal schon die Flugbahn gemacht, ne? Ja, hier ist ja der blaue Pfeil. Warte mal, ich würde aber gerne da das sehen. Dann gehen mal Fokus hier. Fliegen wir da vorher, ne? Und das hier ist er, ne? Den müssen wir holen. Das wird sich noch schwierig gestalten, denke ich mal. Okay, aber wenn wir dort, kann man da noch was ändern? Komme ich jetzt an den Punkt dran? Ja. Bringt es da irgendwie noch ein.
was zu zuppeln. Zum Beispiel den hier. Nicht wirklich, oder? Oder doch? Ne, ich glaube, das bringt uns auch nicht viel. Ich muss ja nachher irgendwie da noch so rum, ne? Deswegen wäre es vielleicht doch besser, das so zu haben, oder? Und dann ist da noch was drin. Ja, da würde ich dann so rum. Ich glaube, ich muss da woanders dann aber noch rum. Nee, ich krieg den nicht dahin, wo ich ihn hinhaben will, aber ich glaube, wir lassen mal ein bisschen mehr Abstand und wir müssen hier nachher noch irgendwo Manöver setzen. Das wird das wohl so sein. So, welche Richtung wird das sein? Da, Prograde ausrichten? Nee. Oder doch? Jetzt geht er da unten hin. So, machen wir aus und wir gehen den Rest dann von Hand machen. So. Runter weiter. So. Bisschen links noch. Noch ein bisschen. So, und naja, das war ja anlassen. Gut, das haben wir. Passt auch ungefähr. Jetzt müssen wir nur gucken, wann wir brennen. Das war hier. Wir sind da, ne? So, Escape drücken, dann kommen wir wieder dahin, wo wir hinwollen. Und Add Manöver Warp hier. Wo kann ich denn Warp Next Manöver wieder auswählen? Ne? Da nicht. Set as Target. Oh, ich habe ja aus Versehen die Dingenstar-Kapsel gehabt. Meine Güte. Gibt's das denn jetzt? Warp hier, fertig. So, ausgerichtet sind wir noch. Der Warp ist complete. Wir haben noch 23 Sekunden. Wir sind ausgerichtet und müssen Gas machen. So. Bis das da hinten irgendwann ist. Und dann müssen wir schauen. Wir nur nicht den Punkt verpassen, wenn das hier da umklappt, da. Oh. Jetzt ist das Triebwerk leer. Abspringen. So. Z. Dahin. Weiter geht's. War natürlich Zeit verloren gerade. Okay. Wird aber wohl werden, würde ich sagen. Ja. Ist natürlich schon weit drüber jetzt wieder, ne? Zu spät gebrannt. So, da passiert gerade was. Okay. Wobei will ich ja auch nicht, ne? Warte mal. Fokus hier. Andere Ansicht bitte einmal. So, weiter geht's.
Passt, oder? Kann man so lassen. Kommt nicht auf den Pfund drauf an. Gut. Ja. Okay. Dann könnten wir jetzt eigentlich so ausrichten. Oder? Und dann können wir diesen Bogen doch gucken mal einmal. Nee, da ändert sich nichts. Oder ändert sich schon was, aber in die falsche Richtung wahrscheinlich. Gut, okay, das würde bedeuten, das Manöver da hinten, wenn ich es dann erreichen kann, da kann weg. Und wir sollten hierhin warpen können, ne? Ja, machen wir erstmal bis da und dann gucken wir uns das nochmal an, oder? Nee, dann machen wir es bis hier. So. Weil da müssen wir ja auch noch hier so andersrum, ne? Das wird nie einfach sein. Okay. Das würde jetzt bedeuten, wir sind richtig ausgerichtet. Wenn wir jetzt beschleunigen, dann müsste das ja hier. Wo ist denn der? Sich schließen da, oder? Ne, ich glaube, da müssen wir noch eine Ecke weiter vor. Aber vielleicht ist das auch nicht gut. Lass mal da weg sein. Weil wir müssen erstmal gucken, dass wir jetzt hier auch noch so rumkommen, ne? So ganz einfach sieht das nicht aus. Machen wir gerade da ein Manöver und dann gucken wir mal. Ja, sieht gerade eigenartig aus. Holen wir zurück das Ding. Boah, da müssen wir ohne Ende brennen, ne? Ist das denn so richtig? Uiuiui. Nee, das gefällt mir jetzt nicht. Das machen wir hier zack weg. Das ist irgendwie nicht richtig. Add-Manöver. Erstmal so rum. Das war erstmal ein Orbit vielleicht kriegen, ne? Oder? Geht das so? Da würden wir jetzt landen. Das ist also schlecht. Okay, das war zu viel. So ist okay. So ist. Warte mal, dann müssen wir da kleiner werden. Okay. Jetzt müssen wir das Ding noch drehen. Nee. Aber irgendwie mit dem Drehen, das sieht schon schwierig aus, ne? Nein, das ist schon so. Das war so. Oh oh. Oh oh. Größer werden erstmal. Das war zu viel. Jetzt läuft gerade was falsch. Ah, da ist er wieder. Ja, ist schon nicht leicht, ne, das da hinzukriegen. Aber ich glaube, wir machen jetzt erstmal diesen Orbit.
Und dann müssen wir gucken. Da mal drauf. Das war zu viel des Guten. Gut, okay. Das passt. Jetzt. Na, vielleicht nicht ganz so weit davor. Da nochmal hinwarpen. Und dann brennen. Dauert. Da springt so ein bisschen was hin und her, ne? So, jetzt dreht er rein. Okay. Und wenn er rund ist, ist er rund, ne? Jetzt ist er rund. Geht auch. Alles gut. So, den können wir wegmachen, denke ich. Und jetzt müsste man gucken. Wir kriegen was hin, dass wir den gedreht. Ah, das war jetzt der falsche. Ist das der richtige? Nee. Oh oh. Ja, das gestaltet sich dann etwas schwierig, sehe ich schon. Auch nochmal weg. Wir haben auf jeden Fall erstmal eine Umlaufbahn. Das ist schon mal gut so, ne? Wir fliegen so rum und der fliegt, glaube ich, auch so rum, ne, oder? Ja. Das heißt, wir müssen noch weiter drehen. Aber wo? Das ist hier die Frage, ne? Ad Manöver, aber eigentlich ist das Manöver immer hier zu machen, glaube ich. Ich müsste jetzt kippen. Und zwar so. Aber wenn ich das mache, dann geht er mir ja sonst wohin, ne? Oder passt das jetzt sogar? Ne, geht sogar, ne? Wenn ich den jetzt aber mache, warum fliege ich dann? Fliege ich dann richtig? Ne, warte mal, der war es nicht, ne? Okay. Das ist jetzt zu viel des Guten dann schon, sehe ich gerade. Und das muss noch ein bisschen so. Könnte schon fast passen dann, ne? Ich glaube, so muss es sein. Das ist schon mal nicht verkehrt. Den Rest kriegen wir dann, denke ich. Okay, aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.